Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Venny vom Halo Cluster und wir bringen euch hier die neuesten News rund um Halo. Mit Infinity's Armory geht es diesen Monat weiter mit neuen Racks und jeweils einer neuen Arena und Warzone Map. Urban haben wir in der letzten Folge soweit ausreichend besprochen. Allerdings ist das Gameplay des Livestreams zu dieser Map dennoch einen Blick wert, da dort diverse neue Waffen ihre Premiere feiern. Blood of Steuben ist ein Karabiner mit Nadelwerfermunition. Reign of Oblivion, ein vollautomatischer Karabiner mit größerem Magazin. Für selten und gewöhnlich vielleicht ein bisschen zu mächtig. Wir werden sehen, wie es ausbalanciert ist. Außerdem wurde die Halo 2 Legendary BR als legendäre Loadout-Waffe originalgetreu rekonstruiert. Mit entsprechend nostalgischem Sound natürlich. Macht wirklich einen verdammt guten Eindruck und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Aber sie ist nicht nur auf Urban anzutreffen, sondern ebenfalls auf dem Phantom-Remix Riptide. Auch hierzu gab es ein Gameplay aus der Sicht von 343s Pro-Team-Member Neighbor zu bestaunen. Die Map scheint sich von Phantom spielerisch klar zu differenzieren und auch optisch macht sie einiges her. Mit teils gestrandeter und überfluteter Kulisse gliedert sie sich nicht in die doch teils etwas lieblosen Map-Designs ein. Mit Flakgeschütz und Strahlengewehr sind neben der Halo 2 BR nicht zu viele Powerwaffen platziert, wie es gefühlt bei Overgrowth der Fall war. Zu den übrigen Racks. Wie bereits erwähnt, reicht es für das Achilles-Rüstungsset nicht aus, darauf zu hoffen, dass sie irgendwann in den Rackpacks erscheinen, sondern man kann sie nur per Spartan Company Herausforderung freischalten. Wir laden euch an dieser Stelle nochmals dazu ein, gerne unserer Company beizutreten, um gemeinsam diesen Achievement zu bezwingen. Wenn ihr unserer Company beitreten wollt, meldet euch einfach hier in den Kommentaren oder auf unserer Facebook-Page. In Sachen Skins wird noch ordentlich nachgelegt. Mit den AR Pizza und Pommes Pistol Skin wird es dann doch ein wenig schräger, als wir es sonst gewohnt sind. Da ist mit Sicherheit für den einen oder anderen was dabei. Embleme sind auch wieder im Überfluss dabei, wie auch diverse Rüstungsskins. Bei den neuen Rüstungen beschränkt es sich auf die genannten Mark V Alpha, Atlas und Achilles Sets. Dieses Update ist in Bezug auf den Umfang nicht gerade spektakulär, allerdings machen Urban und vor allem Riptide einen sehr guten Eindruck. Im kommenden Monat versucht 343 dann den Wünschen der lautstarken Community nachzukommen und die beklagenswert magere Menge an Spielmodi aufzustocken. Neben Griffball und Fiesta werden dank ersten auch Ricochet und Oddball wiederkehren. Von Infection fehlt bisher leider jedoch noch jede Spur. Immerhin wird laut Bravo der Fokus künftig auf Spielmodi gesetzt und das lässt doch deutlich hoffen. Seit Halo 3 ist die Schmiede fester Bestandteil der Halo-Landschaft und hat viel zur heutigen Popularität beigetragen. Seit dem Release im Dezember sind zahlreiche Remakes, Fun-Modis, aber eben auch Breakout-Maps entstanden. Das Implementieren dieser Maps ist seit langem ein großer Wunsch der Community, aber vor allem auch der nach Abwechslung durch eine größere Vielfalt. Mit den Breakout-Maps möchte 343 den ersten Schritt in diese Richtung einschlagen. Bislang sind 10 dieser Maps in der Playlist Breakout zu finden. Da wären zum Beispiel Absolute von Black Picture, Apparition von Setiroth und Warholic, Kennel von Classymoth und Worked Manback, Dead Center von Solo 8, Epicenter von Achunk und Xendrick, Havoc wieder von Setiroth, High Rise von Randy 335, Overpass wieder von Solo 8, Pylon One von Dark Prince 909 und das Pit Remake Simulation von Berserk on XBL und Black Baba. Zum Ende der Januar Season gilt es jetzt darüber abzustimmen, welche der 10 euer Favorit ist und somit dauerhaft beibehalten werden soll. Werfen wir mal wieder einen Blick auf die Halo World Championships. In der dritten europäischen Qualifikation waren wieder einige deutsche Teams am Start. Unter anderem kamen die Teams Zerschmetterlinge, Unused Enemy, Fab E Team, The Scrabby Bunch, DZS.Halo und UNSC Coffee Supplies. Insgesamt eine Runde im K.O.-System weiter. Anti-Gravity, HWC und zwei Teams von Urbanity Esports haben sich bis zum Achtelfinale durchgekämpft. Ab da an
war das Team ABC das einzige deutsche Team. Diese haben es ins Finale geschafft, verloren jedoch gegen das französische Team Millennium mit 3:1. Wenn man also mal auf die drei letzten Finals der Europe Qualifiers schaut, fällt einem Folgendes auf. In allen drei Finals spielte ein deutsches Team gegen ein französisches Team. Zweimal spielte das deutsche Team Fab E Halo und das französische Team Millennium im Finale. Diese beiden Teams haben sich nun letztlich für das EMEA Regionals qualifiziert und jeweils $1000 gewonnen. Was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, war das Spielverhalten von dem Team Team Misang in den Asian Qualifier. Diese wurden disqualifiziert, da sie sich mitten in einem Match außerhalb der Map versteckt hatten, als sie in Führung lagen. Wie sich jetzt im Nachhinein herausstellte, war das Ganze eine riesige geplante Troll-Aktion der HLG-Gruppe Hidden Reach. Diese vier Jungs, die sich da unter diesem Namen Team Misang angemeldet haben, kommen alle nachweislich nicht aus Asien, haben es aber dennoch geschafft, sich für die Asian Qualifiers anzumelden, was an sich schon ein ziemliches No-Go ist, wenn man mich fragt. Gesagt, getan, sie schafften es tatsächlich eine Runde weiter, da die schlechte Map-Wahl es aber nicht in der ersten Runde schon hergegeben hat, mussten sie weiterspielen, bis sie dann tatsächlich auf dem Twitch-Stream liefen und sich auf Coliseum aus der Map klitschen konnten. Somit war die ganze Aktion auf jeden Fall durchgeplant und sollte genau darauf hinauslaufen. Alles andere als eine Disqualifikation hatten die Jungs tatsächlich nicht erwartet und auch nicht im Sinn. Womit die Jungs nicht gerechnet hatten, war dieses riesengroße Interesse und der nachfolgende Shitstorm auf dieses Team. Ich für meinen Teil kann diesen Shitstorm natürlich absolut nachvollziehen. Immerhin muss man sagen, wurde mindestens einem Team das Weiterkommen in diesem Championship einfach mal verwehrt, weil die Jungs da am Trollen sind. Abgesehen davon war es eine absolut unsportliche Geste, auch wenn das Ganze natürlich als Joke gemeint war, kommt es für mich nicht so rüber. Die Disqualifikation war absolut richtig und ich finde, es war einfach nur ein ziemlich finster Tag für den Halo E-Sport, der sich ja jetzt gerade mal versucht, wieder so ein bisschen aufzubauen. Also keine gute Presse und wirkt absolut der Halo-Community entgegen. Was haltet ihr von der ganzen Aktion? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es cool, dass so eine Aktion durchgeführt wird? Fandet ihr die Disqualifikation vielleicht gerechtfertigt oder auch nicht gerechtfertigt? Lasst uns ein bisschen ins Gespräch kommen und ich bin gespannt auf eure Meinung. Tja Leute, was soll ich sagen? Das war's schon wieder von den heutigen News. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr die Themen fandet, was ihr zu den Themen jeweils zu sagen habt. Und wir treten wie immer gerne in Kontakt mit euch. Schaut auf jeden Fall noch bei unserer Spartan Comedy vorbei, wie ich es vorhin schon genannt habe. Wir wollen immer größer werden und immer mehr Leute dazu ermutigen, mit uns diese Achilles-Armor zu erspielen. Also wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Halo-Lobby, würde ich sagen. Euer Venny ist hier mit raus. Macht's gut, Leute. Ciao.